Hallo und herzlich willkommen im Wald. Mich kriegt ihr nicht zu sehen, denn ich habe keinen Hut auf, aber schaut euch mal das hier an. Es war Ostern. Und der Nächste, der mich fragt, warum es denn so wenig Grillstellen im Wald gibt, der kriegt dieses Bild hier zu sehen. Und das ist noch eine offizielle Mülltonne. Wenn man nämlich irgendwelche Grillstellen irgendwo hat, die überhaupt keine Mülltonne haben, dann sieht das unter Umständen noch schön viel mehr verteilt aus über die gesamte Fläche. Und jetzt kommt noch dazu, dass man an diesem Müll auch wunderbar, als derjenige, der darunter leiden muss, ablesen kann, was denn für eine Truppe hier gewesen ist. Also ich würde sagen, mit kleiner Feigling wahrscheinlich mehr als 3 Flaschen, einem tollen Sektglas und dem Zeug, was hier unten liegt, dürfte relativ offensichtlich sein, dass das keine Gruppe von naturverbundenen Leuten gewesen ist. Und wenn doch, dann höchstens sekundär. Und was hier stattgefunden hat, ist was, was man im Wald irgendwie nicht so wirklich haben möchte. So gefühlt. Und da außerdem gibt es noch mehr Müll. Ja, sowas wie dieses Taschentuch da, das mag eine Kleinigkeit sein, aber das muss doch nicht sein. Das kann man doch einfach einstecken und wieder mitnehmen. Oder auch hier sowas. Dann achtet man halt darauf, dass einem das nicht wegfliegt, so ein Hanuta-Papierchen hier. Und auch sowas hier muss auch nicht sein, das kann man dann auch einstecken und wieder mitnehmen und muss es nicht hinten möglichst versteckelt noch an die Hütte schmeißen. Und auch Eierschalen, selbst wenn sie biologisch abbaubar sind und das auch relativ schnell, muss man auch nicht auf die kleine Wiese in Anführungszeichen vor der Hütte direkt an der großen Kreuzung vom Waldweg schmeißen, wo es jeder sehen kann. Nein, 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 nein. Ja, und dann möchte ich mit diesem schönen Bild nochmal schließen und nochmal darauf hinweisen, wer sich also fragt, warum haben wir so wenig öffentliche Feuerstellen im Wald, da sieht es dann gerne mal so aus. Und das will der Förster nicht und deswegen gibt es das nicht so häufig. Und klar, das wäre natürlich so, dass die von 90% anständigen Leuten genutzt werden würde, die besagte Feuerstelle. Vielleicht auch von 95% oder 98%, spielt überhaupt keine Rolle, sobald du 1 oder 2% Idioten hast, die dann sowas hinterlassen. Und das ist ja jetzt noch ein relativ harmloses Beispiel, es gibt da ja noch viel Schlimmeres. Ja, und dann hat man einfach keine Lust, eine Feuerstelle oder eine andere öffentliche Einrichtung in Anführungszeichen im Wald anzulegen, wenn man dann sowas aufräumen darf. Und sei es nur ein paar Mal im Jahr, das reicht ja auch schon für genug Frustration. Und damit will ich auch schon wieder schließen und wollte euch das nur mal kurz gezeigt haben, weil ich hier sowieso gerade vorbeigekommen bin und die Kamera dabei habe. Macht's gut!